Heute soll sich alles um das Buch Mr. President von Katie Evans drehen und um die Frage, wie sexy Macht wirklich ist. Also bleibt gerne dran. Hi meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ja, ich zelebriere immer noch den 10-jährigen Geburtstag von Lux und gratuliere auch an dieser Stelle nochmal herzlich, so wie bereits in meinem Lesetagebuch. Und deshalb soll sich heute alles nochmal um einen Titel aus dem Lux Verlag drehen, und zwar Mr. President macht es sexy von Katie Evans. Das Ganze kostet als E-Book 6,99 Euro und erscheint auch Ende des Jahres als Taschenbuch für 10 Euro. Da dürft ihr schon gespannt drauf sein. Ich verlinke euch das Buch mal in der Infobox. Zusammen mit ein paar anderen YouTube-Mädels, nämlich Maren, Vivio, Char, Ginger und ABZ, habe ich ja diese Geburtstagsaktion begleiten dürfen vom Lux Verlag, und ihr könnt natürlich auch was gewinnen. Wenn ihr also gerne ein Buchpaket aus dem Lux Verlag gewinnen wollt, dann guckt unten mal in der Infobox, da packe ich euch die Seite hin, wo ihr draufdrücken müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Und ja, es soll heute wie gesagt um Katie Evans' Werk Mr. President gehen und auch um die Frage, wie sexy Macht wirklich ist. Aber erstmal erzähle ich euch was zum Inhalt. In der Geschichte geht es nämlich um die 22-jährige Charlotte, die in ihrer Jugend mit 11 Jahren bzw. in ihrer Kindheit auf den jungen Matthew getroffen ist, der zu diesem Zeitpunkt schon einiges älter war und einfach umwerfend aussah, und sein Vater war kein geringerer als der Präsident der USA. Und Matthew hat ein Leben geführt im Weißen Haus, im Rampenlicht der Öffentlichkeit, und hat sich geschworen in seiner Kindheit oder in seiner Jugend niemals in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Doch einige Jahre später, um genau zu sein, 11, hat sich alles irgendwie geändert, und Charlotte ist zu einer jungen Frau herangereift und hat Matthew damals ein Versprechen gegeben, nämlich, dass sie ihm, wenn er jemals für die Präsidentschaft kandidieren sollte, mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. Und ja, wie gesagt, 11 Jahre später kommt Matthew auf genau dieses Versprechen zurück, denn er kandidiert als Präsident für die USA. Und was passiert und wie es zwischen den beiden weitergeht und was genau in den letzten 11 Jahren alles passiert ist und warum Matthew seinen eigentlichen Standpunkt geändert hat, das müsst ihr selbst herausfinden. Ich fand das Buch echt interessant. Ich habe es gern gelesen. Der Schreibstil ist einfach locker leicht, und häufig habe ich mir die Frage gestellt, wie würde ich eigentlich damit umgehen, wenn ich jemanden vor Jahren kennengelernt habe und der auf einmal sein Leben so komplett umändert und im Rampenlicht steht, also nicht mehr, weil er es muss, weil am Anfang war Matthew ja nun der Sohn des Präsidenten und ihm blieb ja nicht viel Spiel Raum dafür. Als Kind hat man halt da nicht so viele Optionen. Aber sich dann bewusst, obwohl man vorher eine andere Meinung hatte, dafür zu entscheiden, auch wieder in dieses Rampenlicht zu treten, ist ja nochmal ein ganz anderes, eine ganz andere Aktion, eine ganz andere Einstellung. Und wie würde ich damit umgehen? Und wie attraktiv ist das eigentlich, wenn jemand so viel Macht besitzt und die Herzen von Millionen höher schlagen lässt? Jede Frau in den USA will einfach Matthews Frau sein, und Charlotte sieht sich dann in einem Geflecht aus Politik, Intrigen, den Medien und ganz vielem anderen gefangen. Und wie es ihr geht, müsst ihr selbst lesen. Das möchte ich jetzt gar nicht vorab wegnehmen. Und doch ist die Frage sehr präsent geblieben, wie sexy das eigentlich ist. Und ja, natürlich, wir kennen das alle. Als Frauen kennt man das, glaube ich, also beziehungsweise als Frau kennt man das sehr, sehr gut. Man findet ja Männer in Uniform im Allgemeinen oder in Anzügen immer ein Stück attraktiver als in dem casual, legeren Look mit kurzen Hosen, Tennissocken und Sandaletten. Oh Gott, ein deutscher Albtraum. Aber trotz alledem, ja, wie sexy ist das eigentlich? Ich habe so überlegt und so gedacht, ja doch, wenn man jetzt mal nicht nur von Politikern oder irgendwelchen CEOs oder wie sie alle heißen ausgeht, sondern auch von Schauspielern oder prominenten Rockstars und sonstiges. Es wirkt schon sehr, sehr anziehend, diese ganze Macht, dieser ganze, dieses ganze Dargestellte, das Image, was ein Promi, ein Prominenter, ein Politiker oder ähnliches pflegt, das ist schon immer sehr interessant, und das birgt so eine gewisse Verruchtheit, sowas Mysteriöses, und das macht es natürlich wahnsinnig anziehend, weil man sich sozusagen so in diese Falle begibt und nicht zu wissen, was auf einen zukommt. Und ja, wenn der so gehypt wird, dann ist der bestimmt auch so und so im Bett und was weiß ich nicht. Das sind ja alles so Gedanken, die man sich so macht, wenn man auf jemanden steht und den
total Fangirl. Und das ist so die Traumvorstellung, glaube ich, einer jeden Frau. Und dann hab ich aber gerade in Mr. President noch mal eine ganz andere Seite kennengelernt und mir so überlegt, welche Schattenseiten eigentlich diese Macht, dieser Einfluss, den man hat und diese Bekanntheit mit sich bringt. Und dass jegliche Sexiness da doch eigentlich auch immer so ein bisschen abebbt. Auf jeden Fall, wenn man die Person ist, die Interesse daran hat und wo das Interesse auch von der Person, die halt diese Macht hat, zurückkommt, da ebbt das, glaube ich, so ein bisschen ab. Und dann ist das nicht mehr ganz so sexy, weil die Schattenseiten auch echt schwer wiegen und ja, glaube ich, sehr belastend sind für eine Beziehung oder auch einfach nur für eine Affäre, was weiß ich. Und ja, das war so etwas, was ich die ganze Zeit beim Lesen über gedacht habe, oh Mann, das gestaltet sich wirklich schwierig und das hat die Autorin auch gut rausgearbeitet, meines Empfindens nach. Gleichzeitig fand ich es auch erstaunlich, dass unser Protagonist eigentlich so ein Image hat von dem Saubermann und natürlich aber eigentlich noch ein ganz normaler Mensch ist, der seine Bedürfnisse hat und auch seine Leidenschaft ausleben möchte und sein Saubermann-Image gar nicht zu dem ganz komplett passte, was er im tiefsten Inneren für sich ist, denn er ist eher so ein ruhiger Typ, der zwar vor der Kamera charismatisch ist und trotz alledem auch sehr leidenschaftlich und tiefsinnig ist und nicht nur der Strahlemann. Und ja, das war ganz, ganz schwierig. Ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken über diese Frage gemacht, was das so für Schattenseiten mit sich zieht und was das für positive Aspekte bringt. Natürlich hat man einen großen Einfluss. Ich meine, wenn man ein Sympathieträger ist und man hat gute Ansichten und wobei hier gut natürlich total subjektiv ist, weil nur weil das für einen Teil der Gesellschaft gut ist, heißt es nicht, dass es für den anderen Teil der Gesellschaft gut ist. Dann trotz alledem muss man das irgendwie unter einen Hut bringen und hat so eine große Verantwortung auch in der Politik. Was hat man für eine Verantwortung, wenn 80 Millionen Menschen einfach in einem Land wohnen und man soll es 80 Millionen Menschen recht machen? Ich meine, ich bin YouTuber, ich muss es im Endeffekt nur 15.000 Menschen recht machen und trotz alledem habe ich immer Daumen runter und irgendwem gefällt es nicht und wenn ich es so mache, gefällt es der einen Hälfte nicht und mache ich es dann aber wieder anders, gefällt es der anderen Hälfte nicht. Man kann es theoretisch gesehen den Leuten gar nicht recht machen und das arbeitet die Autorin innerhalb des Buches echt wahnsinnig gut heraus und das stellt sie dar und sie stellt auch dar, wie sehr man sich selbst vielleicht auch zurücknehmen muss, um die Erwartungen von vielen zu bedienen und da stellte sich für mich die Frage, wie wichtig ist Macht und wie wichtig ist das sexy sein durch Macht eigentlich, wenn man dadurch sich selber einbüßen muss und das war echt etwas, was mich in diesem Buch sehr, sehr bewegt hat. An mancher Stelle wurde es mir dann doch etwas zu plump leider, da ging es mir dann zu viel um erotische Aspekte, was eigentlich in dem Bereich, wo dieses Buch hinfällt, wahrscheinlich gar nicht so schlimm ist und trotz alledem, ja, das war alles so sehr viel Nachdenkliches, sehr viel Tiefsinniges und manchmal war es mir dann doch zu plump und alles in allem war es halt eine Geschichte, die echt zum Nachdenken angeregt hat, die sich viel um Politik gedreht hat, was jetzt nicht mein absolutes Favorite an diesem Buch war. Und trotz alledem hatte sie so eine Durchschlagskraft und ich habe mich dann dazu entschlossen, einfach um euch ein kurzes Feedback zu geben, dem Buch 3 Sterne zu geben. Das war's schon fast von diesem Video. Ich würde mich jetzt natürlich dafür interessieren, wie sexy ihr Macht findet, welche positiven Aspekte ihr da drin seht, welche negativen Aspekte ihr in Einflussreichtum und Macht seht. Und ansonsten dürft ihr diesem Video natürlich gerne einen Daumen hoch geben und beim nächsten Mal wieder einschalten oder mir gar ein kostenloses Abo dalassen, wenn ihr mögt. Bis dahin, bye meine Lieben.